Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Let's Plays von War Tales. Ja, wie wir in der letzten Folge aufgehört haben, während der Erkundung der Region von Uldren sind wir hier an einem weiteren pestverseuchten Dorf vorbei und wurden von Bierbären der Stufe 6 angegriffen. Und naja, wir sind zu langsam gewesen, um zu flüchten. Jetzt müssen wir uns verteidigen. Problem ist, da wir ermüdet sind, ist unser Trupp natürlich auch entsprechend... ja, gefährdet an der Stelle. Jetzt hoffe ich, ihr seht es hier, Stärke und Geschicklichkeit sind um 30% verringert. Das ist so richtig schön semi-optimal. Und sehr, sehr uncool. Jetzt kann man nur noch hoffen, dass wir das irgendwie überstehen. Wo ist denn... Bin ich jetzt gerade blind oder blöd? Otus? Ach, da ist der Wetan. Ja, dann, fangen wir mal an. 384, großer Gott. Ich habe ein bisschen Angst. Ich bin ehrlich. Ob das gut gehen wird? Da müssen wir schon ordentlich draufhauen, damit das funktioniert. Naja, wird schon werden. Hoffe ich. Noch mal hier noch drauf. So, die sind ja sowieso gebunden. Ja, war jetzt nicht so der absolute Wahnsinn. Oh ja, der macht aber gut Schaden. Gut. Wir machen einfach, das Problem ist einfach, dadurch, dass wir hier müde sind, 30% Schadensverringerung. Das merkst du deutlich. Ihr seht's. Oh, das wird echt, das wird richtig, richtig anstrengend. Sie macht halt nur noch 30 Schaden statt fast 100. Oh ja. Das wird der Barat auch super. Hm, ganz toll. Auf jeden Fall mal Blutungsschaden machen. Und dann. Auf jeden Fall schon mal besser als nichts. Jedes bisschen Schaden ist Schaden. Mehr geht wohl nicht. Da freue ich mich drauf, wenn wir die Bärchen hier kaputt gemacht haben. So, Inquisitorin, der Otus. Eins und zwei und drei. Und da resultieren dann 30 Schaden draus. Klasse. Es gibt auf jeden Fall noch ein paar extra Punkte, die wir dringend benötigen. So, könnte das klappen? Erfordert 5 Seile. Ja, 5 Seile haben wir jetzt gerade nicht dabei.
Aber würde das hier reichen? Das hier austarieren? Also mache ich zumindest jedem ein bisschen Schaden. Jedes bisschen Schaden wird hier helfen. Und ein langer Kampf. Dass wir hier genügend Schaden verursacht haben und wirklich auch jeden einzelnen Bären vernichtet haben. Ach du großer Gott. Was kann eigentlich... Oh Mann. Naja. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wenn man müde wird, sollte man schauen und so weit wie möglich wegkommt. So. Dann nochmal ein bisschen Schaden gemacht. Schaden, sehr schön. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Das darf jetzt aber nicht passieren. So, hier müssen wir auf jeden Fall mal ausweichen. Und ihn schützen. Nicht, dass uns hier der Otus noch drauf geht. Also das wäre jetzt wirklich hier der absolute Albtraum. So, setzen wir hier erstmal ein bisschen was drauf. Mal nur 17 Schaden und damit machen wir 17 bis 21. Ja, es waren 20, das ist gut. So, da können wir jetzt erstmal nichts machen. Ist gut. Okay, das wird hier unten. Oh Mann. Gut, er ist tot. Ein Problem weniger. Er ist nur totgeweiht. Er hat Gott sei Dank keine Form von... Oder nichts in Richtung... Schadensmalus hier wie Blutung etc.
Jetzt kriege ich aber doch langsam ein bisschen Angst. So, du zuerst. So, einmal Galvanisierung. So, okay. Wenn die auf 0 sind, sterben die nicht sofort. Warum ist das eigentlich so? So, aber jetzt ist er tot. So, erstmal geschwächt. So, Galvanisierung. Jetzt machen wir Gott sei Dank mal richtig Schaden. So, und jetzt gehen wir hier hin. Dann kriegst du einen Schadensbuff. Brutalität. Sehr gut. Ne, ihn lassen wir einfach mal hier. Ja, ja, das ist in Ordnung. Ja, was soll ich machen? Er hat ja sowieso nichts. So, dürfte ich jetzt mal? Hier, bitte du. Nee, dann du. Einfach drauf, bitte. Oh, Sir Gott. Und sie leben noch alle. Ja, Bärenfleisch haben wir jetzt. Das, aber irgendwie auch klar, dass hier eine Menge Bärenfleisch übrig bleiben wird. So. Einmal Nahrung. Einmal Rast. Ja, dann eben 71 und 14. Lasst uns in Ruhe. Kann man sich hier nicht ein einziges Mal auch nur für ein paar Minuten ausruhen? Inventar. Kletterhaken platzieren. Die Lichtung der Thules. Gut. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon ein paar Freunde, mit denen wir sprechen können. Was führt euch hierher? Das ist ein heiliger Ort. Oh, ihr interessiert euch für unsere Kriegsbemalung. Ihr seid anders als die meisten anderen Fremden. Normalerweise empfinden Fremde aus anderen Königreichen unsere Bräuche als barbarisch. Ich fühle mich hier heimisch. Ja, ich könnte euch zeigen, wie wir die Pigmente mischen, wenn ihr versprecht, nichts anzufassen. Ja, klar. Lasst uns beginnen. Das einzige Problem ist, dass mir die Materialien ausgegangen sind. Für die gängigste Farbe muss ich Knochenkohle herstellen und dazu benötige ich... Ihr habt es gewiss schon erraten. Knochen. Bringt mir einfach ein paar Tierkadaver. Oh, wir brauchen 20 Tierkadaver. So, mal ganz kurz. Können wir mit ihm nochmal reden? Mal schauen, wie viele Tierkadaver wir haben. Ich lerne noch, daher ist es mir nicht erlaubt, mit Pigmenten zu arbeiten. Meine Aufgaben beschränken sich auf das Putzen des Kohleofens und das Wäschewaschen. Aber ich bin kein gewöhnlicher Lacker. Eines Tages werde ich eine Druidin sein. Du meinst Druide. Also, ich hoffe zumindest, dass er Druide sein will, weil sonst ist das nämlich ganz schön Banane, ne? So, wir haben 9 Kadaver. Das ist gut. So, haben wir nicht hier noch? Ja, 7 Stück. Dann können wir ein bisschen Brot herstellen. So, keine XP hergestellt. Ja, ist auch blöd.
Naja. Könnte alles schlimmer sein. So, da ist also dieser Thule-Baum. Da ist ein Dorf. Abgeschiedene Hütte. So, und lass uns mal schauen, was denn in der abgeschiedenen Hütte... abgeschiedenen Hütte. Alasarisches Pulver. Noch mehr alasarisches Pulver. Kohle und Eisen. Oh, wir können wieder Holz hacken. Machen wir doch auch gleich. Mal schauen, was wir mit dem ganzen Holz herstellen können. Also, ich muss sagen, mit dem Content-Update, das Thema Ressourcen hat sich deutlich verbessert. Ich weiß allerdings noch nicht so ganz, ob ich es gut finde, in welche Richtung es sich entwickelt hat. Ich meine, ich finde es schon schön, dass ich mir weniger Gedanken machen muss um Ressourcen. Auf der anderen Seite war es eigentlich schon ganz schön, immer diesen Kampf zu haben. Dieses, oh, mir geht alles aus und oh, ich brauche was Neues, aber ich krieg das jetzt nicht und... Ne, wisst ihr, worauf ich hinaus will? Es war schon ein bisschen... Es war schon anstrengend. So, das hier oben sieht auch aus, als ob wir hier am Rand wären. Genau, das war das Gefährtenlager. Das will ich mir eigentlich auch noch angucken. Aber lasst uns erstmal hier außen rumlaufen. Nein, ich wollte... Ich hatte eigentlich versucht, drumherum zu rennen. Damit wir sie jetzt nicht auch noch direkt bekämpfen müssen, aber dann ist es wohl so. Ja, dann kriegt ihr jetzt eben auch noch eins drauf. Und anfangen werden wir mit Otus. Das ist nicht einen guten Anfang. So, die 19 Schaden sind okay. So, wer von euch will zuerst? Oh, dich können wir direkt tot. Na. Machen wir doch. Wir brauchen definitiv mehr und bessere Rüstung. 34 Schaden. Hat sie jetzt gekriegt? Oder hat er jetzt gekriegt? Finde ich auch ziemlich gut. Oh, böser kritischer Schaden. Und das Ende. Für dich. Und mit dir einfach direkt hier reinrennen. Ein bisschen dicken Schaden auf euch alle. Ja, und dann kümmern wir uns um dich. Sehr schön. Kriegen wir jetzt zum Pfeil ab. 67, 14 Schaden auf Rüstung. Das ist verkraftbar. Aber die Rache folgt. Machen wir da schönen kritischen Schaden. So. Machen wir direkt kaputt. Können wir nämlich wieder auf unsere schöne Galvanisierung zurückgreifen. Was im Umkehrschluss wieder bedeutet. Erst ein bisschen Schaden. Naja, was soll's. Was im Umkehrschluss wieder bedeutet, dass wir wesentlich mehr Schaden verursachen.
Oh, das war ja niedlich. Das ist der letzte, der noch eine Attacke offen hat. Ja, das überlebt er. Direkt erschlagen. Dann können wir hier hoch. Aber das macht jetzt eigentlich eh nicht wirklich einen Unterschied. Und der war wieder kritisch. Nein. Wir werden jeden einzelnen von euch fertig machen. Hier kommt keiner lebend raus. Und der letzte. Jetzt können wir auch endlich das, was wir gerade erkunden wollten und einsammeln wollten, fertig machen. Und wir haben einen Massenaufstieg. Also den müssen wir uns jetzt natürlich auch gleich anschauen. Wenn wir schon das Vergnügen oder die jetzt mal die Ehre haben, dass hier wirklich alle unsere Gefährten auf einmal aufsteigen. Dann laufen wir erstmal unten vorbei Richtung Gefährtenlager. Wo wir dann erstmal ein Päuschen machen können. Beziehungsweise, ich wollte mal schauen, was wir denn jetzt nach dem Update im Gefährtenlager machen können. So, Fertigkeitenbeherrschung, ja. Strategie Bestienzähmung. Lest dies, um eine neue Strategie für eure Strategietafel zu erlernen. Strategietafel? Strategischer Plan. Okay, jetzt bin ich interessiert. Erste Hilfe, Zorn, das haben wir alles. Seine Klassenfertigkeit zu verbessern. Ja. Und Respezialisierung. Das ist ein Thema. Da habe ich wirklich so ein bisschen drüber nachgedacht, weil wir haben ja den Otus. Der Otus macht ja ordentlich Schaden. Der Otus hat aber leider Gottes bloß eine mittlere Rüstung. Das ist so ein bisschen das Thema, wo ich am Überlegen bin. Er ist jetzt hier Berserker. Das ist schon ganz geil, ne? Aber wäre vielleicht auch eine Idee, wenn er hier schwere Rüstung tragen könnte. Ich weiß zumindest nicht. Müssen wir mal schauen. Also das müsste ja irgendwie gehen, gell? So. Genau, hier hat er noch nichts. Und erst ab Stufe 12 demnächst. Okay. Da geht dann erstmal nichts. So, Wanderhaut. Guter Wanderhold. Kritischer Treffer, Willenskraft. Moral des Trupps im Kampf und kritische Treffer. Ja, kritische Treffer wäre natürlich schon geil, wenn er dann noch ein bisschen mehr machen würde. Bin ich ganz ehrlich, ne? So, das ist der kritische Treffer Schaden. Stimmt die Wahrscheinlichkeit, genau. Kritischer Treffer ist Kettentreffer Chance, okay. Der rollt. Ich habe ja gemerkt, dass Willenskraft hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Gerade in diesem Gebiet. Die Bewegung können wir ihm später noch geben. Wenn wir jetzt gerade die Chance haben, hier Willenskraft zu verteilen. Also bei ihm ist es jetzt mal anders. Also er kriegt auf jeden Fall was auf die Bewegung. Das ist ja grauenvoll bei ihm. Ja, bei ihm würde ich eigentlich fast auf Geschicklichkeit gehen, dass er ein bisschen mehr Schaden macht. Aber auf der anderen Seite, wenn wir hier gerade die doppelte Möglichkeit... Es wäre schon eigentlich fast sinnvoller, das hier zu machen. Es hat Geschicklichkeit plus 1. Macht dann halt 16 und 30. Also es ist mäßig. Wahrscheinlich kriegt er durch eine neue Ausrüstung oder Rüstungsverbesserungen mehr Boni als das. Machen wir es mal so. Und bei ihr... Ja, hätte ich gesagt, machen wir das genauso. Ich halte das gerade aktuell für die beste Idee. Ihr benötigt eine Strategietafel. Jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl,
dass wir diese Strategietafel in unserem Lager bauen können. Ich habe so dieses Gefühl, dass das der Fall sein könnte. Bin ich mal gespannt. Sag ich euch. So, gehen wir mal ganz kurz raus und in unser Lager. Denn wir müssen hier vielleicht mal ein bisschen was aufräumen. So, das packen wir hier rüber, das packen wir rüber, das packen wir rüber. Das packen wir ebenfalls rüber. Ja, ein bisschen hier aufräumen. Genau. Das hier ist sehr cool. Das will ich auf jeden Fall nutzen. Aber für den restlichen Teil hier sind wir erstmal soweit safe, hätte ich an der Stelle fast gesagt. Lass mal schauen, ob wir dann noch irgendwas kochen können. Nee, kochen können wir gerade an der Stelle gar nichts. Wir können aber den Sold bezahlen und... mal ein Päuschen machen, in der Hoffnung, dass wir es dieses Mal überstehen. Ja, schön. Wir haben es überstanden, ohne irgendwelche Problemchen. So, lass mal ganz kurz auf die Karte schauen. Wie sieht's denn aus? Wir müssen hier hoch. Müssen wir hier an der Horde Krokobrokussen vorbei. Das haben wir auch geschafft. Ich wollte da wirklich drum rum. So, Rekrutierungskosten sind niedriger, können wir aktuell noch nicht. Unverdorbene Essenz, das haben wir gemacht. Bewirkt seine Effekte mit einer zusätzlichen Wahrscheinlichkeit von 30%. Okay. Glänzt, wenn das Sonnenlicht im richtigen Winkel kräftig ist. Okay. Das hört sich interessant an. Öl der Blutung. Jedes Mal, wenn eine Fertigkeit einem blutenden Gegner Schaden zufügt, löst sie mit 10 Wahrscheinlichkeit Blutung aus. Das ist natürlich sehr, sehr cool. So, leidet nicht mehr unter Verbrennen, doch der Status bleibt beim Bewegen bestehen. Das ist auch interessant. Giftiges Öl. Wenn Fertigkeiten Schaden verursachen, bewirken sie mit 30% Wahrscheinlichkeit Eingift. So, jedes Mal, wenn eine Fertigkeit Schaden verursacht, erhöht sich mit 30% Wahrscheinlichkeit für 3 Runden die Stärke. Ist alles so ein bisschen, ja, wenn dann... Jedes Mal, wenn eine Fertigkeit Schaden verursacht, stellt sie mit 30% Wahrscheinlichkeit Gesundheit in Höhe von 20%. Das ist cool. Das ist aber mal sehr geil. Das ist ja wirklich sehr, sehr geil. So, Wildspieß. Was haben wir denn hier noch? Gekochter Aal. Ja. Auch mal geil. Wäre auch mal gar nicht so schlecht. Und halbgares Hammelfleisch. Das ist eigentlich nur Hammelfleisch... Beides sehr gut. Aber wir sollten vielleicht mal schauen, was wir hier noch haben. Die Pony-Rüstung. Eine stählerne Stahlachs. Ja, wäre auch schlimm, wenn die stählerne Stahlachs aus Holz wäre. Sarkasmus Ende. Das hier brauchen wir ganz dringend. Hier unten. Ja, Rüstung plus 4 und Stärke. Rüstungsverstärkung des Hirsches. Also die Dinge will ich auf jeden Fall. Es sieht aus wie eine Art Enterhaken, mit dem wir wahrscheinlich eher auf irgendwas, wahrscheinlich Berge hochklettern können. Das fände ich sehr cool. Ah, hier. Table des Strategie. Stoff, Eisenerz. Oh, den können wir bauen. Den können wir bauen. Den können wir bauen. Den Strategietisch. Ha. Den können wir bauen. So, lass mal überlegen. Wo vergeben wir denn jetzt noch den Punkt? Eine Ortsmarkierung machen. Das wäre auch nicht so ganz schlecht. Gewichtstraining. Ja, nein, vielleicht. Eigentlich hätte ich gerne hier was gemacht. Weil ich das ziemlich cool finde. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Die Sachen kennen wir ja schon alle und haben wir ja schon alle freigeschaltet. Die löst Fieber aus. Das ist natürlich cool. Das ist hier ein goldenes Öl. Okay, das braucht hier eine blaue Flasche. Das braucht... Was ist denn das? Ah, kräftigendes Öl braucht das hier auch noch. Also Eisenerz, unverdorbene Essenz und Fett. Und hierfür brauchen wir dann Leder, okay. Und dann ist das eine Art Super, das ist ein Gürtelzubehör. Bewirkt seine Effekte mit einer zusätzlichen Wahrscheinlichkeit von 30%. Ach so, kräftigendes Öl. Jetzt habe ich es drauf. Das heißt, das hier sind zusätzlich, das heißt, wir sind 60%. Okay. Also die Wahrscheinlichkeit steigt auf 60. Das ist eine geile Kombination. Das ist eine geile Kombination. Ich weiß aber gerade gar nicht. Ich glaube, ich habe hier... Oh, schwierige Entscheidung. Wir brauchen echt mehr Punkte. Ich will das ausprobieren. Wir machen das. Ich will das ausprobieren. So, lass uns mal kurz hier reingehen. Wir schnappen uns an der Stelle mal alles, was wir für die Herstellung dafür benötigen. Das schauen wir mal ganz kurz nach. Der Table de Strategie. Wo hatten wir eigentlich den Würfeltisch? Hatten wir den Würfeltisch schon? Ne, hatten wir noch nicht, gell? Den Braubottich hatten wir gebaut. Stimmt. So, den Strategietisch. Dafür brauchen wir 3 Leder, Stoff, Eisenerz und Holz. Also Stoff, Eisenerz und Holz. Okay. Davon sollten wir genug haben. So, davon haben wir definitiv genug. So, damit stellen wir erstmal hier den Würfeltisch. Und als nächstes stellen wir den Bible de Strategie her. Ehrlich? Und den Würfeltisch. So, sagen wir mal so, den stellen wir jetzt mal dahin. Mal kurz dich packen wir dahin. Dich lassen wir da stehen. Den Würfeltisch. Ach komm, den stellen wir einfach hier hin. Mitten rein. Und den hier. Den werden wir jetzt auch mal hier hinstellen. Hoppala. Aber wohin? Eigentlich würde ich ihn ja gerne hier hinten irgendwo hinstellen. So, dann müssen wir aber den Braubottich vielleicht mal wegstellen. Also der kommt einfach hier hin. Und der dahin. So, jetzt haben wir das fertig. Verwenden. Oh, geil. Erhöht den Schaden. So, und jetzt Moment. Jetzt hatten wir doch hier. So, legen wir jetzt ins Inventar. Schauen wir gleich, ob wir noch irgendwas produzieren können. Erlernen. Bestienzähmung. Ah ja, guckt hin. Von Tieren verursachter Schaden um 10% erhöht. Flankieren. Erhöht den durch umzingelt bewirkten Debuff um 10%. Unterstützen. Erhöht den unterstützt gewährten Bonus um 10% und erhöht den Schaden von Gelegenheitsangriffen. Okay. Jetzt haben wir eine standardmäßige Verbesserung. Das ist gigantisch. Das ist ein echt neues, cooles Feature. Das kann ich euch aber mal sagen. So, Dietriche haben wir noch. Angelhaken brauchen wir gar nicht. Qualitätsgeschosse. So, Satteltaschen könnten uns jetzt auch mal egal sein. Ein Wächterhocker haben wir auch. Braubottich. So, da können wir an der Stelle dann erstmal nichts weiter mehr herstellen, was uns jetzt noch vonnöten sein könnte. Lasst uns die Sachen mal wieder ganz kurz zurückpacken in die Truhe. Also, das sind schon sehr, sehr geile Features, die wir hier haben. Freunde, an der Stelle machen wir erstmal eine Pause. Ich werde mir gleich nochmal die Stadt anschauen.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, wir erkunden die Region von Uldren. Und ja, wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Gefährten oder ich sage jetzt mal mindestens einen, vielleicht auch eher zwei. Muss man mal schauen. Wir haben 97 Einfluss. Ich glaube, wir brauchen 100, um einen neuen Gefährten anheuern zu können. Deswegen müssen wir mal schauen, dass wir das dann schnellstmöglich hinbekommen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann gerne ein Abo oder ein Like da lassen und beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin, macht's gut.